Mallorca 1 TV. 1 für Mallorca. Mein Name ist Tassilo, ich bin gelernter Koch und lebe jetzt mittlerweile seit 13 Jahren hier auf Mallorca und habe das große Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und hier Fuß fassen konnte auf Mallorca mit diesem Beruf und ja, heilfroh, das Meer im Rücken zu haben und jeden Tag wunderschöne Sonnenaufgänge sehen kann und natürlich auch die, nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen hier mit meinen Kochkünsten verzaubern zu können. Ich wusste schon relativ früh, was ich werden möchte. Als man so in der 5., 6. Klasse kurz vor der Oberschule gefragt wurde vom Lehrer, was wollt ihr werden, dann waren so einige aus der Klasse noch dabei, die gesagt haben, ja, ich Feuerwehrmann, Polizist und so. Und ich habe gesagt, ich werde Koch. Fragt mich nicht warum, aber ich wollte Koch werden. Und genauso habe ich auch, nicht mehr gemacht in der Schule. Ich habe geguckt, was brauche ich für Koch. Damals hat ein erweiterter Hauptschulabschluss gereicht. Ich habe auch nur das gemacht. Im Nachhinein kann man das vielleicht ein bisschen bereuen, aber ich habe nur das gemacht. Wirklich, ich wollte Koch werden. Das war mein Ziel und das habe ich auch gemacht. Ich habe die 10. Klasse beendet und habe dann direkt die Lehre angefangen. Und ja, seit meinem 16. Lebensjahr stehe ich in der Küche. Das ist der Weg zum Kochen. Als ich vor 13 Jahren dann nach Mallorca gekommen bin, haben alle gesagt, aber du sprichst ja gar kein Spanisch, wie willst du dich denn da verständigen und so. Ich kann nur sagen, als junger Mensch sollte man ein Abenteuer in Angriff nehmen und ich habe, wie gesagt, ich konnte Sie und No, das war so das Einzigste und habe es einfach gemacht, bin hier runter und mittlerweile, 13 Jahre später, Gott sei Dank, spreche ich fließend Spanisch, was war mir aber auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, so wie wir in Deutschland auch verlangen, dass die Leute sich uns anpassen, so kann man das auch, verlangen das auch die Spanier so ein bisschen, ja, man kommt immer hier durch, auch wenn man kein Spanisch spricht, aber man kommt besser durch und auf jeden Fall, man findet einen schnelleren Anschluss, wenn man die Sprache beherrscht und auch spricht. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe und mittlerweile wirklich fließend Spanisch spreche, mich überall verständigen kann. Und ja, das macht mich auch ein Stück weit stolz. Alles hat angefangen in Colonia de San Pere, einem kleinen Fischerdorf. Hier auf der Insel und ja, seit 6 Jahren bin ich dann jetzt aber im El Sol, in Son Serra de Marina und das hat alles angefangen, als ich, wie gesagt, 8 Monate wollte ich machen nur auf Mallorca, habe mich dann in das Dorf Colonia verliebt, dort wohne ich auch nach wie vor, habe dort 6 Jahre beim Italiener gearbeitet und bin jetzt 6 Jahre hier im El Sol tätig als Küchenchef. Und habe großes Glück gehabt, dass ich diesen Ort hier gefunden habe, weil man hier nicht nur den Beruf, sondern auch Familie vereinbaren kann. Gastronomie ist immer sehr, sehr schwierig mit Familie im Einklang zu bringen, aber das haben wir hier sehr gut geschafft und da bin ich heilfroh drüber. Die Familie zählt für mich natürlich oder steht bei mir an erster Stelle. Nichtsdestotrotz war das nicht immer ganz einfach. Durch den Beruf muss man auch viele Überstunden machen und ist auch nicht immer da. Trotzdem habe ich es geschafft, auf der Insel zu heiraten. Ich habe jetzt 2 wundervolle Kinder. Eins ist 8 Jahre, das andere ist 4 Jahre und bin jetzt im 5. Ehejahr. Das macht mich sehr, sehr stolz, weil ich glaube, nicht viele Köche können behaupten, Küchenchef zu sein und auch Familie im Einklang zu haben. Und das ist das, was mich besonders stolz macht. An zweiter Stelle natürlich neben der Familie steht dann auch immer die Kollegen, weil ohne ein gutes Team kann man nichts erreichen. Das ist so. Und ich glaube, jeder Chef weiß, dass es fängt bei einer Putzfrau an, bis hin zum Tellerwäscher. Wenn jedes Rad ins andere passt, dass man dann auch nur Erfolg haben kann. Und genauso ist das für mich auch. Ohne meinen zweiten Küchenchef, ohne meine Pizzajungs, ohne meine Spüler oder meinen Lageristen hinten, hätte ich nicht diesen Erfolg, den ich jetzt habe oder den wir hier im Soll haben. Wir haben viel erreicht. Wir haben uns von einem Strandlokal zu einem richtigen Restaurant entwickelt und das ist schon etwas, auf das man sehr, sehr stolz sein kann, weil wir viele das Niveau sehr gut nach oben gehoben haben und das aber, wie gesagt, ging nur durch Teamwork und das ist mir besonders wichtig, auch nochmal hervorzuheben, dass, wie gesagt, ohne alle anderen auch ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
Als ich meine Kochlehre beendet hatte in Deutschland, wollte ich unbedingt ins Ausland. Ich wollte unbedingt andere Produkte kennenlernen, andere Menschen, andere Kulturen kennenlernen. Und wie gesagt, ich habe dann das Abenteuer Mallorca erstmal angenommen, mich dann verliebt in Mallorca und bin hängen geblieben. Aus verschiedenen Gründen. A, habe ich hier Menschen getroffen, die mich inspiriert haben in meinem ganzen Tun. Das bedeutet, ich habe 6 Jahre beim Italiener verbracht, der mir sage ich mal, die Liebe beigebracht hat zum Kochen. Ich habe durch ihn sehr viel gute Produkte kennengelernt. Die italienische Küche ist sehr, sehr vielfältig und habe dann gesehen, dass es hier noch viel, viel mehr gibt auf Mallorca als Sonne, Strand und Meer, sondern auch sehr viel Kulinarisches zu entdecken gibt. Und da habe ich hier, wie gesagt, im Garten frischen Rosmarin, frischen Basilikum. Also es gibt hier, glaube ich, kein Kraut, was man hier nicht selber im Garten anpflanzen kann. Und das macht Mallorca auch so besonders, dass man hier nicht nur die Meeresluft hat und Strand und schönes Wetter, sondern dass man hier auch kulinarisch extrem viel erleben kann, und das hat mich geprägt. Und deswegen, wie gesagt, frischer Fisch, wenn man hier auf, egal ob man in einem Einkaufsladen zu Mercadona geht oder man fährt richtig nach Palma auf den Markt, überall findet man frische Produkte hier von der Gegend, von der Insel, und das ist das, was Mallorca so besonders macht. Frische Olivenöle, frischen Fisch, Meeresfrüchte, ja, wie gesagt, Obst, Gemüse, und das ist schon einzigartig. Ja, was bringt uns die Zukunft oder was stellen wir uns in der Zukunft vor? Ich persönlich habe da noch so ein paar Ziele, und auch wir hier im El Sol wollen ja noch ein bisschen weitergehen. Für mich persönlich ist Japan ein großes Ziel. Ich würde gerne einmal nach Japan, weil ich die japanische Kultur sehr, 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 sehr cool finde und auch sehr interessant finde. Und auch kulinarisch hat Japan so viel zu bieten, dass ich da echt Bock drauf habe, wirklich mal nach Japan zu gehen. Kann ich noch nicht sagen, ob das im nächsten Jahr klappt oder in 1-2 Jahren. Das hängt auch immer ein bisschen natürlich mit der Familie zusammen. Ja, fürs El Sol, da liegt die Zukunft, oder sind wir uns einig, dass wir da weitermachen, wo wir jetzt momentan sind. Das heißt, wir wollen weiter jeden Gast zufriedenstellen, das Niveau heben. Jedes Jahr verbessern wir uns ein bisschen. Jedes Jahr gucken wir uns an, welches waren die meistverkauftesten Gerichte auf unserer Karte, welches die weniger gelaufen sind, und versuchen immer dort 1-2 Gerichte zu ändern, um nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen und mit der modernen auch mitzugehen. Ja, das ist unser Ziel hier im El Sol, und das ist auch unser Schlusswort. Wenn euch meine Geschichte gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Mallorca 1 TV Channel auf YouTube. Danke. Mallorca 1 TV. 1 für Mallorca.